Hallo und herzlich willkommen zurück zu Christmas Stories, Puss in Boots. Hier ist Sabine die Cat. Wir gehen vor Baba Yagas Hütte. Und hier graben wir vorher noch. So, dann bekommen wir nämlich ein halbes Schwertamulett. Jetzt gehen wir vor. Links her, stellen den Eimer drunter. Und mit der Stimmgabel holen wir den Hecht raus. Einen Schritt zurück, den entlassen wir jetzt links in die Freiheit. Dann kriegen wir eine Matruschka. Die packen wir aus. Und natürlich in der letzten ist ein Schlüssel. Die Püppchen nehmen wir mit, gehen zurück ins Haus von Väterchen Frost. Links hinten fügen wir die ein. So, die müssen wir jetzt das sortieren von der kleinsten bis zur größten. Dann kriegen wir Honig. Damit können wir jetzt unseren Bären bestechen. Kriegen das zweite Amulett. Die zwei Amulette können wir links beim Baumstumpf einfügen. Kriegen ein Schwert. Mit dem Schwert können wir jetzt den Bären befreien. Da lässt er sogar den Honig fallen. Wir nehmen die Eule mit. Gehen zwei Schritte zurück zum Waldweg. Links zum Stein her, da fügen wir die Eule ein. Kriegen wir einen magischen Zauberspruch, damit können wir das Haus beschwören, dass es sich wieder umdreht. Dann können wir reingehen. So, Katze schicken wir vor. Catsicle. Did you think I would just hand over the book? That's crazy talk. Ah, don't blabber to me about Christmas and little girls. I could care less. I'm going to rule the world as soon as I finish this ritual anyway. Gut, wir schauen uns links mal um. Da ist nämlich das letzte Puzzleteil. Damit haben wir alle gefunden. Jetzt nehmen wir unseren Staubwedel. Kriegen eine Seite. Die überbringen wir jetzt der Snow Maiden. So that's what she's planning. Here's what we need to do. I'll give you a message to take to the Earth's kindest inhabitants. In return, they'll give you the keys to the chest that holds the Amulet of Kindness. It will lift the witch's curse. Das heißt, wir müssen jetzt komplett zurück. Übergeben die erste Rolle Väterchen Frost. See the blazing Yule before us, la 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 la. Strike the harp and join the chorus, la 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 la. Kriegen den ersten Schlüssel. Besser gesagt, den zweiten, einen haben wir ja schon. Jetzt gehen wir zu Anna. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Nächster Schlüssel. Jetzt müssen wir noch zu der Geisterkatze rein in die Grotte.
Jack the horse with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Ging ein Apfel. Gut, jetzt gehen wir wieder komplett zurück zu Baba Yagas Horse. Globus. Und jetzt nach vor. Links her, da rubbeln wir den Apfel. Kriegen den Schlüssel. Jetzt gehen wir zu dem Baum, wo die Truhe oben hängt. Hierher und da fügen wir die Schlüssel ein. So, Wimmelbildspiel vor uns. So, der Besen zu der netten alten Dame hier, sehr vertrauenserweckend. Der Schild zum Ritter. Die Krone zum Fisch. Das Horst zu den Hühnerbeinen. Das Puzzle zum Puzzle. Der Pfeil zum Frosch, ich weiß nicht warum, aber der gehört dahin. Der Kolob zum Fuchs. Kolobock. Das Fässchen zum Bären. Das gehört zu der Puppe. Der Apfel zum Igel. Der gehört zu dem Herrn hier. Und das halbe Hufeisen hier vorne. Wir bekommen vom Puzzle ein Puzzle. No evil heart will be able to resist this amulet of kindness. Gut, jetzt müssen wir das bauen. Verschieben. Wir fangen hier an. Kriegen ein Amulett. So, jetzt gehen wir vor. Zeigen der bösen Katze das Amulett. Jetzt müssen wir Memory spielen. Wieder die gleichen Fledermäuse finden. Dracula lässt grüßen. Eine Runde haben wir noch vor uns. Die quieken so schön, wenn man drauf drückt. Wow, that was like some crazy dream. It was as if I were watching myself in a movie. I was so mean. I'm very, very sorry. Please, let me make it up to you. Die nehmen wir mit. So, dann gehen wir zurück zum Horst von Väterchen Frost. Well done. Now you can help me with Anna's cure. We need the ingredients for Anna's healing potion, but they only grow in summer. Here, take my wand and use it to create an oasis of summer in winter and get what we need. So, wir haben 7 Zutaten, 7-mal Zauberstäbe. Das heißt, wir gehen jetzt raus und fangen gleich mal beim Brunnen an.
Man sieht da nämlich so das grüne Leuchten. Dann nehmen wir den Zauberstab. Dann gehen wir weiter. Zum Kaninchenbohr. Links zum Stern hier. Vor. Da mal wieder jeweils rechts. Und links. Gehen wir vor zu Babas Haus. Auch wieder zum Baumstumpf. Und rechts, wo der Bär war. Gut, dann können wir den Zaubertrank jetzt brauen. So, wir brauchen als erstes mal die rote Blume hier links hinten. Wenn es richtig ist, leuchtet hier das grüne Licht. Dann brauchen wir die Pilze. Pilze, nicht. Pilze sind hier hinten. Und die Mähglöckchen. Die Beeren. Echeln. Und die mittlere blaue Blume. So, Living Water. Rote Blume. Beeren. Und weiße Blume. That's it. Anna's cure is ready. She'll live through this Christmas and the next. She'll see the snowdrops in spring and hear the birds sing in the summer. Anna will gather red leaves in the fall and make snowmen next winter. Merry Christmas. So, dann geht's jetzt zurück. Und wir überbringen die Medizin. So, falls jemand Puzzleteile irgendwie übersehen hat, die letzte Chance jetzt hier mitzunehmen. So, das war das Ende von Christmas Stories Puss in Boots. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Und es gibt noch ein Bonuskapitel, das werde ich auf jeden Fall auch noch spielen. Ja, und ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!